Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal. Ich habe mir noch überlegt, ich habe schnell einen Pullover gewechselt und habe überlegt, damit ihr seht, dass das noch ein anderes Video ist, und habe mir überlegt, ich hatte noch was eingekauft. Und bevor ich das jetzt hier wie alles wegräume und ausschalte, setze ich mich gleich nochmal ran und ich hoffe, dass ich das sprachlich auch hinbekomme heute Abend zu spät. Es ist auch nicht viel. Es ist ein kleiner Beutel und ein paar Kleinigkeiten aus dem DM geholt habe. Und das zeige ich euch schnell. Ich habe von Rexona da zwei Deodorantrollen mitgenommen. Und ja, die anderen waren vergriffen und deswegen habe ich die genommen. Aber vom Geruch her tun mir den anderen nichts ab. Riecht sehr gut, habe ich eher schon dran gerochen. Und durften zwei mit. Rexona ist ja meine Lieblingsmarke. Aber das kennen die ein oder anderen von euch ja schon. Dann habe ich vom Palmolive zweimal mitgenommen. Das riecht sowas von frisch. Und ich mag das, wenn das frisch und sauber riecht. Und das hat mir gefallen. Und ja, für den Sommer ist das super, aber auch jetzt mag ich es gerne. Ne? Weil das wirklich so, wenn es richtig heiß war jetzt im Sommer, oh, richtig schön war. Aber ich habe es wieder mitgenommen. Und dann habe ich von Fahr, jetzt müssen wir mir eine Brille aufsetzen. Das hatte ich noch nie, bevor ich euch hier was Verkehrtes sage. Vom Fahr Meeresliebe mitgenommen. Ja, Energiedusche steht hier drauf und die Flasche bekämpft Plastik und Armut. Ja, und das ist von Fahr. Vom Geruch auch sehr gut. Ich weiß nicht, ist das eine Sonderausgabe, aber Limited Edition steht hier nicht drauf irgendwie. Ich habe es noch nie gesehen. Durfte auch mit. Dann dürfte Listerin mit. Für die Mundspülung. Eigentlich hätte ich gerne eine einfache gehabt, die war auch vergriffen. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht den Preis. 3,99 oder 2,99. So war es ungefähr. Und dann zeige ich euch mal was. Und das zeige ich zum Schluss. Dann habe ich mir eine ganze Serie mitgenommen. Von momentan mein Lieblingshaarwaschmittel. Erstmal habe ich hier, das habe ich euch hier schon öfters gezeigt, auch mal aufgebraucht, hatte ich die ja schon leer, von Schwarzkopf, die Glisskur Haarreparatur für geschädigtes und sehr trockenes Haar. Die ist sowas von super. Davon habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Ich liebe die, Emmy mag die nicht so gern für ihr langes Haar, sie nimmt ein anderes, aber ich finde die so toll. Und dann habe ich diesmal, das Shampoo hatte ich neues auch schon mitgenommen, aber die Spülung war letztes Mal auch verkauft und die habe ich dann auch nochmal mitgenommen. Ja, hier ist das dann repariert und schützt für langanhaltendes, schönes Haar. Und ich muss sagen, das ist wirklich super. Probiert das mal aus. Wer wirklich geschädigtes und trocknes Haar hat, ne, das ist super. Das merkt ihr auch nicht gleich beim ersten Mal waschen. Da fühlt sich das vielleicht sehr angenehm an. Aber so nach und nach, nach zwei, drei Mal waschen, da verbessert sich das Haar wieder, finde ich. Ja, und hier ist nochmal die Aufbauspülung für Rekonstruktion der Haarstruktur für sehr geschädigtes Haar. Ja. Und das probieren wir jetzt alles in einen Gang mal durch. Und dann werde ich euch sagen, wie das alles zusammen war. Ja. Oh Gott, hier liegt noch einmal von Karl Hundefutter drin. Das ist hier bestimmt reingerutscht in die Tasche. Da habe ich eh schon mal... Oh Gott, das ist schon so spät. Dann habe ich noch einmal, das ist jetzt aufgegangen hier, Colgate Weit mitgenommen. Ich habe erst gedacht, ich weiß nicht, haben die alle, sind das alles 100 Milliliter? Die Dose kommt mir so groß für heute. Ja, das durfte auch nochmal mit. Ich weiß nicht, sind die alle 100 Milliliter? Keine Ahnung jetzt gerade. Und dann habe ich noch einmal Meeressalz wieder mitgenommen. Meerwassernasenspray sensitiv zur Reinigung, Befeuchtung und Pflege bei trockener Nase, ohne Konservierungsstoffe, Feuchtigkeit spenden, sanft und milde Wirkung. Ich finde es preiswert für 1,39 oder so. Und sonst habe ich mir aus der Apotheke gekauft, mache ich aber jetzt schon 2-3 Jahre nicht mehr. Ich hole mir immer dieses Meerwasser und das ist auch viel gesünder als diese ganzen aus der Apotheke 5 und noch mehr Geld. So, ihr Lieben, das war nur ein ganz kurzes Video hinterher. Macht's gut, bleibt schön gesund und schlaft nachher gut. Ciao, ihr Lieben. Passt auf euch auf.